Was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Haribo-Test-Video auf meinem YouTube-Kanal. Wie immer freue ich mich, dass ihr auch diesmal dabei seid und bei mir zuschaut, denn heute habe ich das hier dabei, den Haribo Megabyte Mix. Ich denke mal, der ein oder andere von euch wird den noch nicht kennen. Das ist nämlich eine ganz neue Sorte aus Dänemark. Wir haben heute eine Mischung aus Fruchtgummi und Lakritz in verschiedenen Formen am Start. Hier unten seht ihr sie schon. Die Schmetterlinge hatten wir, glaube ich, schon mal. Die Schnuller sind auch bekannt, aber die hier scheinen größer zu sein. Und die haben auf der Rückseite so ein Schaumgummi. Das hier müssten diese Pflaumenlakritz sein. Die haben wir auch schon mal in einer anderen Sorte aus Dänemark gehabt. Das ist ganz neu für mich. Armbanduhren, okay. Ja, dann schauen wir uns jetzt auf jeden Fall mal gemeinsam an, was sich hier in der Packung verbirgt und wie es schmeckt. Wollen wir natürlich auch noch wissen. Wir haben eine 350 Gramm Packung, bezahlt habe ich dafür 2,19 Euro und gekauft habe ich den guten Megabyte Mix bei World of Sweets. Alles klar, dann würde ich sagen, ich öffne jetzt mal die Packung, dann hole ich alles mal ein wenig raus und dann würde ich es probieren. Ja, alles klar, dann geht's los. Ihr wisst genau, auf meinem Kanal geht es nur um den Geschmack. Also kommt mal wieder mein Messer an den Start und öffnet die Packung. Naja, das sollte eigentlich ein bisschen anders aussehen, aber egal. Sie ist trotzdem offen. So, schaut mal, was ist das denn? Hier klebt schon alles irgendwie zusammen. Die sind ja riesig. Okay, die kennen wir also doch noch nicht in dieser Form. Das ist ja Hammer. Okay, so. Dann schaue ich nochmal in die Tüte. Da ist noch so ein Falter in Grün dabei. Ja, aber ansonsten war es das. Also, okay, ich hätte jetzt wirklich nicht gedacht, dass die Dinger so riesig sind. Okay, wir schauen jetzt einfach mal alles hier an. Okay, das sind hier erstmal unsere Schnuller auf der Rückseite. Wie schon durch die Packung gesehen, haben wir hier so ein Schaumgummi. Von der Konsistenz ganz weich. Ich werde es jetzt mal probieren. Die gibt es auch nur in dieser einen Sorte. Okay. Mhm. Ja, also schmeckt schon mal ziemlich gut. Ich weiß jetzt nicht, ob das Cola sein soll. Ich würde fast sagen, ja. Okay, also außergewöhnlich auf jeden Fall. Gibt es so in den deutschen Packungen nicht. Habe ich auf jeden Fall noch nicht so gesehen. Das sind hier wirklich diese Pflaumenlakritz. Allerdings in riesengroß. Auch den probiere ich mal, obwohl ich es schon kenne. Ja, ist es. Ah, nee. Also das ist nicht meins, absolut nicht. Ich liebe Lakritz, wie ihr wisst, aber Lakritz mit Pflaumengeschmack, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Ja, also absolut nicht mein Ding. So, dann haben wir hier diese Armbanduhren am Start. Das sehen jetzt ein bisschen komisch aus, sage ich mal ganz ehrlich. Kein Highlight. So, das wird jetzt noch Zitrone schmecken, nehme ich mal an. Ja, tut es auch. Ja, wie erwartet, also ganz normaler Haribo-Geschmack, nur in einer anderen Form mal wieder. So, das wird dann nach Erdbeere oder Kirsche schmecken, nehme ich jetzt auch mal an. Mhm. Ja. Mhm. So dachte ich mir, auch wie gesagt, genau derselbe Haribo-Geschmack wie auch sonst. Was haben wir jetzt noch? Die Schmetterlinge schauen wir uns jetzt auch noch mal aus der Nähe an. Auf der Rückseite auch Schaumgummi. Es gibt hier drei verschiedene Sorten und Farben. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder Zitrone sein. Das ist derselbe Erdbeergeschmack. Deswegen probieren wir jetzt mal den grünen, würde ich sagen. Okay. Mhm. Ja, der schmeckt ziemlich lecker. Also diese Figur hier in der Mitte, die schmeckt auf jeden Fall noch so ein Fruchtgummi-Lakritz, definitiv. Ja, nur das Grüne kann ich jetzt eigentlich gar nicht so genau identifizieren. Auf jeden Fall ziemlich fruchtig. Ich weiß nicht, ob es Apfel sein soll. Gute Frage. Naja, also so begeistert bin ich davon jetzt ehrlich gesagt nicht. Ah, komm, ich probiere einfach den gelben jetzt hier nochmal. Nur noch mal, um sicher zu gehen, aber es wird wahrscheinlich nach Zitrone schmecken, nehme ich mal an. Ja, schmeckt es.
Ja, der Rest bleibt gleich. Wie gesagt, die Figur in der Mitte noch so ein Fruchtgummi-Lakritz. Ja, alles gleich. Okay, ja, was machen wir jetzt mit der Sorte? So, hier zeige ich nochmal die Verpackung für die Leute, die das eventuell mal nachkaufen möchten. Also mein Fazit zu dem Ganzen fällt folgendermaßen aus. Ich bin nicht besonders begeistert von diesem Mix, muss man ganz ehrlich sagen. Das Einzige ist jetzt, dass die Dinger wirklich ziemlich groß sind. Das mag ich ja sowieso eigentlich nicht so gerne von Fruchtgummisorten. Ja, ansonsten, was haben wir gehabt? Die Uhren, wie gesagt, typischer Haribo-Geschmack, die Lutscher. Die Lollis ist auch nichts Besonderes. Die Pflaumen-Lakritz haben wir schon gehabt. Da bin ich auch kein Freund von. Ja, und diese Schmetterlinge, die haben wir auch schon mal gehabt. Die sind jetzt hier nur etwas größer dabei. Also, ja, also von mir gibt es auf jeden Fall leider nur den Daumen zur Seite. Für diese Sorte, da habe ich auf jeden Fall mehr erwartet. Bin ich jetzt ein klein bisschen enttäuscht, bin ich ganz ehrlich. Für die Leute, die noch nichts davon kennen, die können sich das gerne mal kaufen und probieren. Aber ansonsten, wer wie ich schon sehr, sehr viel von Haribo probiert hat, für den ist es jetzt nichts wirklich Neues. Vor allem, wie gesagt, der Geschmack ist ähnlich wie bei anderen Sorten schon. Es sieht nur ein bisschen anders aus und ist etwas größer. Also kaufen würde ich mir das Ganze nicht nochmal. Aber es war ein Versuch, ich habe es probiert und ja. Ihr könnt die Sorte natürlich gerne mal nachkaufen und mir dann dazu etwas in die Kommentare schreiben, wie sie denn euch schmeckt. Seid ihr vielleicht komplett anderer Meinung wie ich? Würde mich interessieren. Wie immer gilt, ich lese alle Kommentare und antworte natürlich darauf. Damit endet mein kleiner Test schon wieder für heute. Wem das Ganze hier gefallen hat, der kann mir gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wem nicht, einen Daumen nach unten. Ihr könnt mich natürlich auch gerne abonnieren und weiterempfehlen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder bei mir reinschaut, denn ich mache jeden Tag neue Lebensmitteltest-Videos und würde mich freuen, euch auch morgen wieder hier begrüßen zu dürfen. Alles klar, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und ciao. Euer Atzenberger.